mit Frau Knallert Müller. Wie geht's Ihnen heute? Servus. Ja, diese Kochen. Ich hasse Kochen. Jeden Tag muss ich kochen für meine Ehemann, für die Milan. Und ich normalerweise ich bin gute Jugendfrau, aber diese Kochen habe ich keine Geduld. Habe ich überhaupt nicht Geduld für diese. Ich hasse Kochen. Was machst du hier? Sie sind ja seit längerem schon beim Billa beschäftigt. Wie kam es dazu, dass Sie eigentlich beim Billa arbeiten? Brauche ich Geld, muss ich arbeiten, oder? Das ist eine blöde Frage. Billa gibt mir Geld, ich arbeite Billa. Bei der Kasse mache ich Bip, ganzen Tag, ich arbeite Billa. Nächste Frage, blöde Frage. Gefällt es Ihnen denn beim Billa zu arbeiten? Super. Was gefällt Ihnen denn dort? Die Kollegen sind nett? Oder? Bier gibt. Und trinken Sie auch während der Arbeit Bier? Nein. Was gefällt Ihnen besonders beim Billa zu arbeiten? Haben Sie eine Lieblingstätigkeit vielleicht? Nein, mein Mann kommt jeden Mittag, kaufe Jause bei Billa. Ist ein schöner Moment jeden Tag, wenn die Milan kommt zu mir und zahlt mir Geld für seine Mittagessen. Ist ein bisschen komisch, dass mein Ehemann gibt mir Geld für seine Mittagessen. Aber Billa ist super, super Arbeit. Und haben Sie sich und der Herr Milan, wo haben Sie sich denn kennengelernt? Bei der Kasse. Können Sie uns erzählen, wie das war? Nein. Bitte? Nein. Sie kriegen Geld dann von uns. Wie viel? 100 Euro. Das ist mir zu wenig. 200. Glaubst du, ich bin so billig oder was? 100 Euro. Geh heim mit deinen 100 Euro. Aber ich will mehr Geld. Habe ich auch SUV draußen stehen. Ich habe ein großes Auto. Ich habe viel. Billa zahlt mir super Geld. Wo haben Sie das Auto denn gekauft? Bei der Raiffeisenkasse. Gibt es stressige Situationen bei Ihnen? Also wenn ich sitze bei der Kasse, schwitze und tue und mache und alles, was ich kann und so schnell, Ludmilla ist so schnelle Jugendfrau, bin ich so schnell und dann schreit hinten irgend so ein Kurver, zweite Kasse bitte. Weißt du, diese Menschen, und dann fragen die auch noch so, ist jetzt der Rabatt ist dabei gewesen, Rabatt dieser Nudel kostet minus 10%, hast du nicht gerechnet, du Kurver? Ja, geh nach Hause mit deinen Nudeln, weißt du? Deswegen trinke ich.